Ach so, ihr seid wieder da bei Graveyard Keeper, cool. Ja, ich brauche ein bisschen Ablenkung gerade, ich muss mal ein bisschen entspannen. Ich lerne so viel, ich schreibe so viel, ich mache so viel und ich habe so viel Stress in anderen Belangen. Das ist so gerade so ein bisschen doof. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, ich bin kurz vor meiner letzten mündlichen Prüfung und ich muss vorher so viele Formalia einreichen und so weiter. Das ist alles nicht wirklich nicht wirklich angenehm, aber... ich krieg von allen Seiten immer Druck, so von wegen, machen Sie das doch mal schneller und machen Sie dies oder jenes nochmal schneller, 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 schneller. Und wehe, Sie machen das nicht sofort, X, Y, Z, bla, bla, bla. Aber, und du denkst dir, ich habe meine letzte Prüfungsleistung irgendwie vor, weiß ich nicht, vor 2 Monaten abgeliefert, aber dann sind andere dran, die dann arbeiten müssen. Aber das ist natürlich dann, weißt du, ich habe an so vielen Käfigen schon gerüttelt, ne, die ganzen Leute, die sind einfach, die machen das ja, aber ich habe auch keinen Bock, mir irgendwelche Schuhe anzuziehen, die mir überhaupt nicht passen. So, das war jetzt mein Wort. Okay, wir spielen jetzt Graveyard Keeper, damit ich eben nicht an so eine Scheiße denken muss. Ja, und das ist ja auch noch nicht mal schlimm. Wir müssen bald den kompletten Laden hier auf links ziehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob diese Leiche hier, ob das hier eine coole Leiche, ob ich die schon mit meiner hier, mit meiner Kleber-Konjektüre fertig gemacht habe. Ihr habt gesagt, eine Leiche kann mit insgesamt höchstens 12 Sterne haben. 12 oder 2, habe ich das richtig gemerkt? Ich habe gerade weder den Namen im Kopf von dem, der das gesagt hat, noch habe ich im Kopf, was die jeweilige Zahl war. Aber was ich noch weiß, war, dass es 4 Punkte mehr waren, als ich eigentlich gedacht hätte. Und das ist halt auch ein bisschen krass. Ja, ich bin jetzt übrigens auch mal auf den Trichter gekommen und das hat lange gedauert, bis ich mal überhaupt an so eine Sperenzien gedacht habe. Dass man ja theoretisch, wenn man ganz gebuffter ist, sowohl eine Gold- als auch eine Silberinjektion in die Leichen reinpumpen könnte. Ja, siehst du mal. Und an solche Sachen bin ich natürlich nicht vorher. Da bin ich nicht drauf gekommen vorher. Das war alles für mich so böhmische Dörfer. Keine Ahnung. Nicht dran gedacht, nichts passiert. Einfach nur kryptisch. So. Genauso kryptisch ist natürlich jetzt gerade, was wir jetzt so vorhaben. Weil ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Abernten ist eigentlich immer eine gute Idee. Allerdings glaube ich, dass wir eigentlich auch noch Dünger fertig machen wollen. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Davon haben wir nämlich nicht mehr so viel, oder? Da, 11 Stück haben wir, das ist ja nix. Davon können wir jetzt die Möhrchen neu machen. Bei den Möhren könnte man wirklich überlegen, auf kurz oder lang, dass das eigentlich nichts mehr bringt, hier den Golddünger reinzuflitscheln. Weil bei 105 Samen, die wir so im Inventar haben, ist das dann doch ein bisschen rausgeschmissen Geld. Wo ist denn der Rest davon? Hier sind 23, wo sind denn die anderen? Sind hier unten? Ne, da sind nur normale Karotten. Hier, alter Schwede. Wir können es ja einfach dann so machen, auf kurz oder lang, dass wir da ein Stack haben und dann ist gut. Das reicht dann ja auch. So, die Zwiebeln sind nämlich auch fertig. Das ist gut, das trifft sich gar vorzüglich. Ja. Kiste mit Zeug, ne, ne, ne. Gemüsekiste, da eine können wir machen. Das ist gut. Ich glaube, ich mache aber als erstes die Bretter dafür fertig. Weil bis wir den ganzen Dünger fertig haben, liegen da bestimmt wieder 50 Holzbäume. Ganze Bäume liegen da. Holzbäume. Gibt einfach auch andere. Es gibt auch Bäume aus Fiberglas und die meine ich an der Stelle nicht. Ja, ja. Und was macht euer Leben so? Seid ihr genauso glücklich wie ich? Bestimmt. Nee, ich bin gerade nicht gut drauf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist einfach diese ungesunde Unruhe, die man immer im Leib hat, wenn man nicht weiß, was übermorgen passiert. Ich weiß nicht, das kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Und ich habe das einfach die letzten paar Jahre verstärkt. Das letzte halbe Jahr habe ich deswegen auch größtenteils nicht schlafen können. Aber ich habe so ein bisschen die Aussicht, dass es irgendwann vorbei ist. Allerdings ist es dann immer schlimm, wenn du nicht unbedingt weißt, wie du was ändern kannst. Wenn du einfach alles in fremde Hände gibst und du auch selber eigentlich gar keine... du kannst einfach nichts machen. Du musst dich einfach dem Gutdünken anderer Menschen ausliefern. Und das ist manchmal schon sehr ungesund, meiner Meinung nach. Und ja, ich merke dieses Ungesunde ja die ganze Zeit. Ach ja, das ist einfach auch so.
So, ich muss jetzt mal eben eine SMS beantworten. Ich sag das übrigens immer noch. Naja. Als Leser umso mehr. Das tut mir jetzt leid. Ob alles stimmt. So. Bums. Zack. Das war jetzt gerade ein wenig wichtig. Ich habe ja nur noch wichtige Sachen in letzter Zeit. Und das tut mir auch leid. Und das, was jetzt gerade passiert, ist auch schon ein kleines Sinnbild für das, was momentan überhaupt bei meiner Video- und Livestream-Produktion gerade läuft. Es sind einfach so viele Nebenkriegsschauplätze gerade, die allesamt sich auf ein großes Schlachtfeld mittlerweile kulminieren. Und ich muss einfach an jeder Stelle kämpfen. Und irgendwann ist das dann auch so, dass du gar keine Zeit mehr hast, richtig die Dinge zu tun, die du einfach am liebsten magst. Nee. Ach ja, er ist ja, ne? Bei ihm haben wir ja sowieso. So, er macht jetzt einen Geschmacksverstärker. Dafür braucht er offenbar eine Woche. Aber das ist nicht schlimm. Der soll das nur nach seinem Tempo machen. Nur weil ich besser, schneller und stärker bin, heißt das nicht, dass ich anderen Leuten meinen eigenen Willen auch aufzwingen muss. Das kann natürlich auch mal in die Hose gehen, aber das ist egal. Und es gibt einfach so viele Dinge, die ich lieber tun würde. Wenn es nach mir gehen würde und ich einfach das tun könnte, was ich tun wollte, würde ich wahrscheinlich jeden Abend für euch Sea of Thieves streamen. Ich würde einfach jeden Abend online sein. Ich würde jeden Abend sagen, ja, pass auf, dies und jenes. Heute jagen wir wieder dies und jenes und welches. Und dann suche ich mir mal ein paar Kumpels, mit denen wir das schön machen können. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Es gibt noch mehrere Probleme, was das angeht. Erstens habe ich ja arschviel zu tun. Das ist einfach so. Zweitens bin ich gerade auch so ein bisschen in so einer Situation, dass ich gar nicht auf Krampf lustig sein kann. Also auf Krampf müsste ich lustig sein. Und das kann ich einfach momentan nicht. Zur Ablenkung, so wie das jetzt hier, ist okay. Das ist cool. Aber dann immer wieder, nee. Dann bin ich so in der Bringepflicht, dass es dann selber zur Arbeit ausartet. Und dann merkt man dann selber, dass man es einfach nicht mehr machen möchte. Ja, das ist auch, glaube ich, nur menschlich. So. Ach nein, jetzt schon wieder. Brauchst du davon was? Ich weiß nicht. Je 2 Euro. Claro, Lernwortschatz. Nee. Interaktive Tafelbilder. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, immer alles. Bis auf Claro alles. Ah, das tut mir auch leid. Ich habe einfach auch keinen Bock, dann immer wieder die Aufnahmen zu unterbrechen und dann zu sagen, ja, geht wieder weiter. Nee. Wisst ihr, was ich am liebsten machen würde? Am aller liebsten, womit man mir wahrscheinlich mein Herz gerade zum Freudensprung verhelfen könnte, das wäre, wenn ich nochmal so ein gewisses Leben hätte, wie damals im ersten Semester, wo ich einfach nur rumgelegen und, na gut, viele Sachen auch noch machen musste, weil das eben zumindest im Deutschstudium einfach die schwersten Klausuren gewesen sind, die ich je machen musste. Ja, also für das Deutschstudium. Das ist natürlich kein Vergleich zu allem, was du in Latein machen musst. Also, das Schwerste, was du in Deutsch machst, ist ungefähr ein Hundertstel von dem Schwersten, was in Latein so abgeht. Ja, das ist, man bleibt sich ja unbenommen. Die Sache ist einfach nur, dass ich einfach mal wieder Bock drauf hätte. So ein bisschen wirklich so richtig Ferien zu haben. Ohne dass du denkst, ja, du musst jetzt so dies und jenes und welches tun. Und dann einfach so alleine in irgendeiner... Ja, weiß ich nicht. Quasi so eine Vier-Wände-Butze, wie man es bei Minecraft immer baut, wenn man gerade angefangen hat. Da einfach drin bleiben und den ganzen Tag so Videos aufnehmen. Das hatte ich wirklich damals. Als ich umgezogen bin, hatte ich kein Internet. Das Einzige, was ich gemacht habe, regelmäßig zur Uni gefahren. Und dann waren natürlich viele neue, coole Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt zu 80% keinen Kontakt mehr habe. Leider. Bei einigen leider, bei anderen ist es mir eigentlich auch relativ. Aber, naja, ich habe mir einfach die Leute behalten, die am coolsten sind, ja. Damit kann man schon sagen, mit denen man am besten harmoniert hat, dann bleibt das ja auch irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Das ist normal. Und, ja, die Sache ist einfach die, ich hätte das gerne mal wieder. Ich hätte gerne einfach mal wieder für mich so selber so die künstlerische Freiheit, genau das zu tun, was ich möchte. Einfach so. Ohne, dass ich denke, ja dies, ja jenes, ja welches. Ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich etwas, was viele von uns haben. Und ich glaube, das ist einfach auch nur menschlich. So ein bisschen, es ist ja noch nicht mehr entspannen. Weil teilweise habe ich da wirklich, bin da irgendwie 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen oder was. Jo. So, wartet mal eben.
Geil. Erstmal 190 Euro Discount gemacht. Das ist gut. Das ist gut. Bei Lehrmaterialien ist das auch immer wichtig. Nee, und dann denke ich einfach, komm, mach es doch einfach. Aber du kannst es nicht. Es wird wahrscheinlich demnächst mal passieren. Und es muss ja noch nicht mal Urlaub sein. Es muss ja noch nicht mal so sein, dass man irgendwo hinfährt und da ausspannt oder was auch immer. Ist auch gut, ja, keine Frage. Ist auf jeden Fall auch mal bald wieder drin. Nur einfach mal ohne, einfach, weiß ich nicht, einen Tag lang aufnehmen, ohne dass du denkst, scheiße, hätte ich heute mal dies und jenes gemacht. Alleine dieses Gefühl mal wieder zu haben, ey, da hätte ich so Bock drauf. Das ist einfach so schlimm, weil dieses Gefühl hatte ich einfach fucking 5 Jahre nicht mehr. Weil immer wieder irgendwas im Hinterkopf ist, so von wegen, ja, du könntest ja jetzt auch mal Lateinvokabeln überlegen, du könntest auch mal wieder Griechisch lernen, du könntest auch mal wieder deine Übersetzung da und da machen, du könntest, 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 könntest. Ich meine, man setzt sich da ein Stück weit immer selber unter Druck, ja, und das ist dann teilweise eben auch super gefährlich und deswegen sollte man das eigentlich nicht machen. Andererseits ist es ja so, dass sowas, so ein Verhalten ja eigentlich von einem auch erwartet wird, um die ganzen Herausforderungen zu bewältigen, die da zu bewältigen sind. Weil es gibt ja verschiedene Arten von Studiengängen. Bei den einen kannst du für einen Test lernen und dann ist vorbei. Bei anderen ist es so, dass du so eine gewisse Grundkompetenz immer weiter aufbaust. Denke ich. Und jetzt, ja, prove me wrong. Ja, eigentlich sollte man meinen, dass man von allen Sachen, wo man irgendwas lernt oder so, so ein Grundwissen einfach immer weiterentwickelt, je länger man in dieser Ausbildung oder in dem Studium ist, das man gerade macht oder so. Aber, ne. Es gibt einige Veranstaltungen, das weiß ich ja selber, wo ich dann einfach dann hingegangen bin und gesagt habe, ja, ja, das lernst du jetzt für diese Scheißarbeit und dann hast du es hinterher alles wieder vergessen. Ja, gut, das sind ja Sachen, die du machen kannst. Und da sind wir mal summa summarum vielleicht 3 Wochen lang unterwegs, um das alles wirklich auswendig zu lernen. Oder machst du es so wie ich, mit Wirtschafts- und Sozialpolitik-Klausuren hast du einfach nur eine halbe Woche gelernt und dann trotzdem deine 2,7 irgendwie geschrieben und es war dir egal hinterher. Weil das bei mir einfach auch nur so im freien Bereich war und ich habe keine Ahnung, warum ich Wirtschaft und Sozialpolitik genommen habe. Aber es ist eine andere Geschichte. Die habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Ich weiß nicht mehr wo. Und naja, bei anderen Sachen ist es halt so, dass du dann, du hast theoretisch immer was zu tun. Du würdest so einfach in dein Buch gucken können und du wüsstest irgendwie 20 Sachen, die du sofort tun könntest und eigentlich auch müsstest. Nur machst es halt nicht. Oder machst es halt doch und dann kommen andere Sachen, wie zum Beispiel diese Videoproduktion hier und so. Einfach alles, dass das alles dann wieder zu kurz kommt. Und ich hätte einfach mal Bock, wieder nur das zu tun, worauf ich auch Lust habe. Wo ich selber intrinsisch motiviert bin, auch gute Ergebnisse zu erzielen. Und nicht immer nur denke, ja, ja, da kommt irgendwo das, kommt irgendwo dies, kommt irgendwo jenes und du musst irgendwie deine Kompetenz auch repräsentieren können und bla 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 bla. Ihr wisst das, ihr kennt die Geschichten alle, ihr habt das alle schon mal erlebt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist einfach so, das ist so ein Gefühl, was ich vermisse. Einfach mal kein schlechtes Gewissen zu haben. Zum Beispiel jetzt, ich nehme hier gerade für euch auf, mache schön Graveyard Keeper und eigentlich hätte ich hier wieder dies und jenes. Dieses Wort eigentlich und dann irgendwas mit Konjunktiv. Das ist immer, das ist einfach schon so lange in meinem Leben und deswegen, sagen wir mal ehrlich, deswegen komme ich einfach auch, was so Videoproduktion und Streaming und was auch immer angeht, auch nicht wirklich in die Pötte. Weil der Content, der ja kommt, der ist ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig oder so, ne? Aber das ist ja theoretisch in Ordnung, was hier alles so fabriziert wird. Aber wenn dann das sich mit einer gewissen Unregelmäßigkeit paart und niemand mehr weiß, ob bei mir überhaupt irgendwas kommt innerhalb irgendeiner gewissen Zeitspanne, dann verstehe ich den Fakt, dass dann Leute einfach die Geduld verlieren oder einfach das Interesse. Es hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man da ja, nur so mit den Hufen schart und drauf wartet, dass überhaupt was kommt, sondern man ist ja sich selber überlassen, vor allen Dingen was so Videoproduktionen angeht. Da muss man dann sich vor sich selber rechtfertigen und wenn da nichts kommt, dann kommt erstmal nichts, ja. Ich bin froh, dass ich eine Community habe, dass ihr so drauf seid, also zumindest die Leute, die geblieben sind, die mir da solche Sachen einfach mal verzeihen, weil das geht einfach auch nicht anders größtenteils. Naja, und
es ist dann einfach so schwierig, weil ich dann selber, ich weiß nicht, du hast dann ja immer das Gefühl, dass du vielleicht größer, besser, stärker oder schneller sein könntest, ganz egal bei allem, was du machst. Und dann kannst du auch diese Muße, die dir bleibt, einfach um null genießen, wenn du denn überhaupt welche hast. Und das ist bei solchen Videosachen oder Streams dann einfach noch schlimmer, weil die Muße dann für dich einfach auch so einen bitteren Beigeschmack hat. Und dann kann einfach auch nicht alles hundertprozentig laufen. Du kannst da nicht hundertprozentig den Kopf ausmachen und sagen, nee, jetzt einfach mal nicht. Jetzt einfach mal nur das spielen hier für euch. Ich versuche es immer. Es geht auch größtenteils. Aber es geht nicht immer. Und das tut mir dann wiederum leid. Ich meine, ich hätte es ja auch gerne anders. Ey, wenn ich könnte, wenn ich Bock hätte, wenn ich einfach auch, ne, wenn hätte Fahrradkette. Da hätte ich einfach auch so viele Arbeitszimmer. Ich habe das Gehirn nicht beendet? Wie? Ist doch Quatsch. Jetzt einfach mal 5000 Punkte direkt in den Ausguss, weil ich vorher keinen Kuchen gegessen habe. Und alle so, ja, manchmal. Ne? Aber ich hoffe, das soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein. Aber ich denke mir immer selber, besser, ich mache für euch Content oder einen Stream oder bla oder was auch immer, wo ich dann hinterher am Ende des Tages selber mit zufrieden bin, weil das bin ich immer. Und das ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig. Es gibt, glaube ich, gab irgendwie nur so 2, 3 Streams, wo ich hinterher so null zufrieden war. Und das liegt ja auch größtenteils an euch, dass ihr einfach so geil seid und mich dann da so ein bisschen durchcarried. Ja, das ist mir bei weitem wichtiger, als wenn ich sage, ich habe nur einfach meinen Soll erfüllt und fertig ist. Ich meine, das merkt, würdet ihr ja auch merken, wenn ich dann sagen würde, ja, ja, okay, nur für euch, so ein bisschen hier auf eine Arschbacke fertig machen. Dann sind halt so Sachen hinterher wie bei Ni No Kuni 2, wo man wirklich merkt, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, weil das Spiel einfach so super redundant ist und ich mich selber dann dazu motivieren muss, irgendwas zu machen. Ich meine, es ist ja größtenteils lustig, auch wenn ich so ein bisschen meckere, ist ja auch in Ordnung, aber es fühlt sich dann einfach falsch an. Und ich möchte einfach, dass dieses Hobby, was ich mir ausersehen habe und was mir auch super viel Spaß macht und das größtenteils wegen euch, dass dieses Hobby mich einfach auch, ja, das klingt, dass es auch ein Hobby ist und dass es dann auch eben Spaß macht. Weil wenn es mir keinen Spaß macht, macht es euch auch keinen Spaß. Das ist eine Grundregel. Das ist eine verdammte Grundregel. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Zeit, wo ich so ein bisschen mehr Zeit habe. Das wird hoffentlich bald so sein. Und naja, das wird gut. Hoffe ich. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht es gut. Tschüss, tschüss.